Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Was ist hier los? Warum laufen die mit Steinen weg? Ihr seid doch nicht von hier oben, oder? Nein, ihr kommt vom Flatten. Ja, ist schon mal ein toller Anfang. Und wir haben schon wieder das krasse Leck. Sollte sich aber langsam wieder geben. Ja. Gut. Wir haben hier zum Glück auch nicht mehr viel, was wir auffüllen müssen. Das heißt, wir können bald mit der anderen Seite anfangen. Hier wird auch ziemlich gut der Berg niedergemacht. Mal gucken, kriege ich die von hier oben? Fast. Ja, weil sie schlagen wieder irgendwo Löcher rein. Du bist wieder vollgepackt, du gehst zurück. Die Steine sind nicht verloren. Ja, dieses Witzelchen sieht interessant aus, aber ist ja zum Glück nicht so wichtig. Ich will einfach nur genug Bauplatz haben für das große Projekt, was ich eigentlich ursprünglich geplant hatte. Naja, vorher ist das ganze Terraforming dazwischen gekommen. Sie finden aber natürlich mal wieder so auf, wie es unpraktisch ist. Na gut, Hauptsache, sie füllen auf. Thank you.
Ja, natürlich wieder sehr, sehr unorganisiert, aber Vectors sind halt wilde Jungs. Die wissen schon, was sie zu tun haben. Sind so gesehen auch ziemlich starke Jungs, wenn man sich überlegt, dass sie eigentlich alles einhändig machen und dann noch schwere Säcke voll Steine mit sich rumschleppen. Und es ist immer toll, wie sie da runterspringen, um irgendwo einen einzelnen Block hinzusetzen. Na, hier kommen wieder die tollsten Muster zustande. Ja, und leider gibt es mal wieder nicht viel zu erzählen, weil wir einfach wieder warten müssen, bis die Leute ihre Arbeit gemacht haben. Oder wir aufräumen. Oh, du hast schon. Ah, du kannst den Block unter dir nicht weghauen. Macht Sinn. So, jetzt können wir das wenigstens etwas nach oben verschieben. Und ja, es ist wieder dunkel. Ja, die vierte Schicht von dem Stück wurde jetzt angefangen.
Holz haben wir auch schon vorbereitet für die nächste Baumaßnahme. Also wenn wir auf der anderen Seite mit sowas hier anfangen. Ich glaube, das war falsch, oder? Ja, da habe ich einen zu viel. Genau. Ja, genau, den hier. Werdet ihr wahrscheinlich gar nicht sehen, weil es so dunkel ist. Also gerade ist es mal wieder arg dunkel. Gucken wir bei Tag nochmal. Wo steht eigentlich gerade der Cover Moon? Er ist da drüben. Der müsste irgendwo da hinten stehen, damit die Sonne endlich mal wieder aufgeht. Bislang ist es ziemlich dunkel hier. Ja, ich finde es irgendwie toll, wie der Kowabun einen riesigen hellen Schatten wirft. Aber selber so ein oller grauer Felsen ist, der kaum, eigentlich kaum leuchtet. Dafür, dass es ein Mond ist. Wie gesagt, müssen wir noch mal bei Tageslicht gucken. Wie geht's hier voran? Vom Gefühl bewegt er sich auch viel langsamer. Aber wieder die tollen Decks. Gefühlt wird es doch etwas heller, oder? Gucken wir mal, also die Ecke ist auf jeden Fall blau.
Ja. Sieht alles in richtig in Ordnung und richtig aus. Wir mal wieder hier oben das Chaos an. Du hast schon 20. Hier haben sie immer noch Ecken leer gelassen, die sie nicht füllen wollen. Während sie hier schon fast fertig sind. Meine Güte. Hey, vierte Ebene ist bald fertig, da sind wir auf der dritten. Ja, und sobald wir mit dem anfangen, brauchen wir auch die Treppe hier nicht mehr. Da müssen wir mit der Treppe hier vorlieb nehmen. Ja, und natürlich hier hoch und runter. Na, so wie es... Oh, sie sind fertig. Na, fast. Kann auf jeden Fall hier runter und hier ein bisschen hochschieben. Dass die was zu tun haben. Wenn ich darauf warte, dass hier welche rankommen und die Dinger füllen. Jetzt ist, glaube ich, etwas heller auch bei euch, nicht nur bei mir.